Mein Name ist Christoph Enisch. Ich leite seit 17 Jahren die Infektionsabteilung mit Intensivstation auf der Klinik Favoriten in Wien. Ich habe ein 200-köpfiges Team und wir haben über 5000 Patienten mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt. Mehr als 500 davon waren auf unserer Intensivstation. Und durch diese kontinuierliche Befassung mit der Covid-Erkrankung im Krankenhaus haben wir alle miteinander und ich auch so ein covidozentrisches Weltbild jetzt bekommen. Ich freue mich, durch die Therapien, wo wir die Kranken jetzt viel besser therapieren und behandeln können, dass sich das in der Zukunft lösen wird wieder. Na, keinesfalls. Das ist was völlig anderes. Bei der Impfung ist es so, dass ich als Gesunder nicht krank werden möchte. Das heißt, ich mache was Präventives. Ich schütze mich, damit nicht was passiert. Und in einer anderen Situation, und da brauche ich eben die Therapie, die Medikamente, da bin ich krank, dann möchte ich wieder gesund werden. Das heißt, das ist was, was ich in einem ganz anderen Setting letztlich brauche, nämlich als Kranker, dass ich gesund werde und nicht wieder Impfung als Gesunder, dass ich nicht krank werde. Innerhalb der ersten 5 Symptomtage der Erkrankung bei SARS-CoV-2-Positivität. Warum? Weil sich die Viren ausgehend von einer Oberflächeninfektion in der Nase und im Rachen in den Körper ausbrechen. Das ist nach etwa 5 Tagen eben so weit. Das heißt, dass sie so weit ausgebreitet sind, dass sie Organschäden machen. Und die möchte ich ja verhindern. Das heißt, ich habe in diesen ersten 5 Tagen der Virusausbreitung die Chance, mit den Medikamenten das zu stoppen. Und diese Chance muss ich nutzen. Nur Menschen, die ein Risiko haben für einen schweren Verlauf. Das sind Menschen, die höheres Lebensalter haben, übergewichtig sind oder chronisch Medikamente nehmen müssen, weil sie sonst kein normales Leben führen können, wie Bluthochdruck, Medikamente oder Herz-Kreislauf-Erkrankte, Lungenerkrankungen, chronische neuropsychiatrische Erkrankungen, Erkrankungen der Leber oder auch der Niere, auch aktive Tumorerkrankungen, immungeschwächte Personen durch Erkrankung oder Therapie. All diese gehören dazu und profitieren von einer antiviralen Therapie, wenn sie Covid-19 erkrankt sind, weil sie sich dadurch das Krankenhaus ersparen können und auch vielleicht den schlechten Ausgang mit Tod mit den modernen Medikamenten ersparen können. Auf 3 alte, bewährte, gut erforschte Mechanismen. Mechanismus 1, Antikörper, verhindern das Eintreten der Viren in die Zielzelle, dadurch Verhinderung der Ausbreitung der Infektion. 2. Mechanismus, Blockade der genetischen Replikation, das heißt der genetischen Vermehrung, dadurch keine neuen Viren. 3. Mechanismus, Blockade des Zusammenbauens entstehender Viren, dadurch keine weitere Ausbreitung der Infektion. In allen 3 Wegen kommt die Erkrankung damit zum Stillstand. Bei den Antikörpern, die man ja infundieren einmalig muss, habe ich noch keine Nebenwirkungen gesehen in den letzten 2 Jahren Therapie. Bei den oralen Medikamenten etwa bei 2 bis 5% der betroffenen Personen Übelkeit, Kopfschmerzen, Geschmacksstörungen, Durchfall als typische Nebenwirkungen. Und eine Substanz zeichnet sich durch das Potenzial von Wechselwirkungen aus. Was bedeutet das? Dass man die Begleitmedikation hinsichtlich der Dosis für diese Dauer, diese 5 Tage der Therapie anpassen muss, damit diese Dosis der Begleitmedikation sich nicht ändert. Ja, also, und dann, wenn man das tut, dann sind alle Medikamente sehr gut verträglich und gut geeignet für die Therapie der Erkrankung. Schwierige Frage, einfache Antwort, österreichisch. Die lokale Gesundheitsbehörde ist in der Pandemie für Sie zuständig. Informieren Sie sich jetzt als SARS-CoV-negativer Risikopatient, wer Ihnen die Medikamente gibt, wenn SARS-CoV-2 positiv sind. Das ist in Salzburg ein bisschen anders als wie in Oberösterreich und auch in Vorarlberg oder Wien, weil es halt anders organisiert wird. Aber jetzt kann man sich informieren und dann ist man gut vorbereitet in der Situation, wenn man es braucht. So wie andere Länder in der Pandemie hat auch die Republik Österreich, die Bundesregierung, diese Medikamente eingekauft. Die Verteilung erfolgt über die Landesgesundheitsbehörden, Apotheken und Ärzte in den einzelnen Bundesländern. Wichtig ist, dass keine Patientin und kein Patient die Kosten der Medikamente selbst tragen muss. Die sind bezahlt worden von der Bundesregierung.
Ich hoffe, dass ich einige Fragen zu den neuen Covid-19-Therapien beantworten konnte. Ich bedanke mich allerherzlich für Ihr Interesse, für Ihr Zuschauen und verabschiede mich. Auf Wiedersehen, alles Gute.